Und damit sind wir zurück bei Duels of the Planeswalkers Magic the Gathering 2014. Möchtest du diesen Planeswalker freischalten? Ja, möchte ich. Hier, Lilly, Lilly. Und jetzt haben wir so lange darum gekämpft. Jetzt können wir Ayani nehmen. Aha. Was hat er denn hier so drin? Davon hat er welche drin. Davon. Neue Karten ziehen. Okay. Krass. Karten abbehalten. Die nehme ich. Land, fertig, weiter. Mach, Lilly! Du traust dich sowieso nicht, du elende Magierin, die Garruk verflucht hat. Du hast keine Ahnung, wie man dieses Spiel hier spielt. So, Ebene, weiter. Mach du mal. So, jetzt müsste ich gleich gerne eine andere Kreatur als diese hier haben. Das wäre ganz cool. Stirbt. Oh Gott. Jeder Spieler nur der Gegner. Ein Gegner. Eine zufällige bestimmt auch noch. Das könnte die da sein. Das ist eklig. Was bist du denn? Ui. Spiel mal die. Mach mal die halt. Wählen wir sie als unsere Imba-Kreatur aus. Mit der wir jetzt Lilly einfach nur vernichten werden. Nein, werden wir nicht. Denn jeder Spieler muss eine Kreatur opfern. Sie wird die hier opfern. Ich muss eine Random-Karte werfen. Boah, ist das mies. Nee, opfert sich selber. Das ist gut. Dadurch haben wir keine Random-Karte verloren. Ja, mach du mal. Ich hoffe mal, Pazifismus gilt auch als Aura mittlerweile. Dann kann ich mir den nicht mit rausholen, wenn er die wirklich im Deck hat. Wenn. Betonung liegt auf wenn. Ja, genau. Lilians Reaver. Lilianas Plünderer. 4x4, 3, Death Touch und was nicht alles. Und ich muss eine Handkarte abwerfen. Boah. Das Ding ist Imber. Okay, also Lilly geht in diesem Set hier anscheinend stark auf Handkartenzerstörung. Das ist gut zu wissen. Wir suchen unser Deck mal nach einer Karte. Nach Pazifismus? Pazifismus? Nehmen wir Pazifismus? Nehmen wir Pazifismus? Wow, ist sie stark. Ich glaube, wir nehmen Pazifismus. Ja, Pazifismus. Bestätigen. Pazifismus können wir nämlich hier den Lilians Reaver unschädlich machen. Der uns jetzt eine Handkarte zwecken wird, und das wird die hier sein. Okay, 2-2 Zombie. Für 2 Mana. Stabil. Noch einer. Noch stabiler. Kraft mit dem da an. Ja, los ist doch. Blocken überspringen, die hier abwerfen. Und noch einer. Noch ein Zombie. Noch ein 2-2 Zombie. Ein Token. Die da bitte abwerfen. Den Geistermantel. Dankeschön. Davon haben wir nämlich 2 Stück. Land, Pazifismus auf ihn. Und machen wir dieses Ding dann auf ihn. Das heißt, wenn wir jetzt die, wenn die Kreatur stirbt, ja. Wenn die Kreatur stirbt, haben wir immer noch ein 2-2 Greif. Greif. Ein Greifen. Greifen. Ich hätte mal gerne eine zweite Kreatur, um vor sowas hier Schutz zu haben. Was ist das? Was? Was? Unfair. Ne, Blocken überspringen. Die möchte ich gerne behalten, ich möchte mein Leben verdoppeln. Weil sie halbiert sie jetzt und wir können sie danach hiermit verdoppeln. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Schutz vor Kreaturen. Ja. Du kostest 3. Verdammt! Aber 3-5. Und wenn wir jetzt das opfern müssen, opfern wir den Greifen. Ich
Musik ist episch. Ja, spielt den, wir müssen das opfern, wir opfern den Greifen. Wenn sie intelligent ist, opfert sie den hier. Nein, sie opfert ihn wieder selber. Oh, unverwüstlicher Zombie. Okay. Wir müssen blocken, und zwar den da. Blocken. Bam. 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 Gut. Nächste Runde. Wir haben noch zwei Leben. Das ist ziemlich ätzend. Wir können jetzt das spielen auf einen davon. Den unschädlich machen. Dann könnten wir eine Karte ziehen. Und dann müssen wir noch irgendwie hoffen, dass wir dabei irgendwas ziehen, was einen von denen unschädlich macht. Nimm mal den. Ist scheißegal eigentlich. Ja, bitte. Nein! Nein! Ja, das war's. Nee, Duell neu starten. Ja. Okay, Karten behalten. Wir dürfen nicht anfangen. Was? Mal gucken. Ich würde sie gern spielen, dass sie wieder opfern müssen. Dann würde ich ihn gern spielen und ihm hier das geben und bla. Also solange sie nicht spielt, muss ich auch noch nicht spielen. Weil doch muss ich. Ihn könnten wir spielen. Ihn und dann hiermit aufrüsten. Ich werde doch gar keinen oder ihn. Ja, man nimmt ihn. Weil wenn sie jetzt Lilith Reaver spielt, ist alles in Ordnung. Wenn sie jetzt den anderen spielt, mit jeder Spieler von der Kreatur, wäre das scheiße. Lilith Reaver, alles ist in Ordnung. Lemmy Cutro. Nix. So, dann würde ich sagen, machen wir doch einmal hier. Und dann den. Und dann hauen wir mal für 4 Damage drauf. Weil Doppelschlag. Doppelschlag macht dann doppelt so viel Schaden, was auch der Name sagt. ja. 4 Damage mal drauf. 1-1 Doppelschlag ist jetzt nicht der Wahnsinn, da gibt es bessere Karten, aber das kann ich, glaube ich, zu 90% aller Karten sagen, die hier drin gespielt werden. Das ist jetzt doof. Er opfert ihn wieder für sich selber, das heißt, ich muss ihn opfern. Wenn er jetzt angreift, kann ich ihn blocken, dann ist er tot. Warum nicht? Greif doch an, Mensch! Auramancer. Die da. Gib mich die mal wieder. Dann würde ich sagen, Angriff überspringen, weiter. Ich muss ein bisschen vorsichtiger bei ihr sein, ist mir aufgefallen. Sie kann halt sehr viel zerstören. Zum Beispiel eben damit. Oh nee, warte, damit macht sie Zombies rum. Den Zombie, den sie schon hat. Und für jede 2 Zombies, die sie hat, kriegt sie einen weiteren. Geil. Pazifismus, da drauf. Das Teil. Hier drauf. Und dann gehen wir mal für 4 damit schauen. Ah ne, für 6. Machen wir 6 draus. Und haben da mal für 6 damit draufgehauen. Die Angriffsformation von dem Teil ist so schwul. Was bist du? Okay. Alles klar. Die macht mir jetzt Schaden dafür, dass ich sie besitze. Finde ich, ist okay. Moment, wie viel Damage kriegen wir denn hiermit zusammen?
Nicht genug. Machen wir es mal so. Dann hat sie jetzt gleich noch einen Lebenspunkt. Den müssten wir rausgeprügelt kriegen irgendwie. Hoffe ich. Hoffe ich. Also die Runde lief jetzt gerade wesentlich angenehmer. Also es lief ja gerade wie Sahne. Bei ihr lief es halt ziemlich Mist. Wie ich das auf ihrer Hand sehe. Also wenn sie jetzt noch zwei Karten auf der Hand hat und für 8 Mana nicht spielt, dann... weiß nicht. Greifen wir erstmal an. Gucken, ob sie einen Zerstörer hat. Konnte ich aber nicht ausgehen. Vor allem nicht zwei auf einmal. Ne, das war's. Das war's. Meister der Magie. Yay. Siegel des leeren Throns, die ist stark. Ja. Keine Ahnung, was diese Errungenschaften bedeuten. So, jetzt müssen wir noch Chandra und noch Garruk besiegen. Machen wir im nächsten Part. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.